Okay. Zoom to location. Warum liegt da ein toter Raggi-Mann? Reports. Das Smith-Raggi-Mann ist fighting. Warum kämpft Raggi-Mann gegen diese Succubus-Gleiche? Und warum liegt er auf einmal da drüben? Wo ist diese Succubus-Leiche? Das läuft schon mal wieder nicht gut. Die sind immer noch hier unterwegs. Wen jagt sie da jetzt? Mein Koch. Wer ist hier? Piggledy, mein Bruder. Okay, ich kann das nicht so lassen. Ich brauche einen Burrow. Ich brauche dringend einen Burrow. Define this Burrow. So. Jetzt muss ich ins Military gehen, also das erkläre ich irgendwann mal später. Alerts. Burrow One Alert, so. Jetzt wäre ich sehr verbunden, wenn alle meine Leute in dieses Burrow kommen würden. Ich glaube ehrlich, ich starte einfach irgendwann eine neue Staffel mit Zwergen und dann ist es gut. Das kann doch nur so nicht angehen. Irgendwie ist diese Welt verflucht. Hä? Hat wir wieder Food geben? Und ein Peasant ist durchgedreht. Wo bist du, untote Kreatur? On behalf of the Merchants Guild, let me extend greetings to your people. There's much to discuss. Ah ja. Wer steht eigentlich da rum? Ach so, warte, ein Dwarf Person Corps. Die werden bald gehen, okay. Damit verschwindet aber wahrscheinlich nicht die untote Sukubi. Die haben da ein Trade Depot. Oder sag bloß, das Trade Depot ist weg. Irgendwer hat mein Trade Depot zerlegt. Und die Zwerge, Gnome, die. Ganz ehrlich. What request have you to our merchant? Keine. Okay. Irgendwas ist hier definitiv nicht richtig gelaufen. Ich hatte so große Pläne und alles ging in die Hose. Guckt euch mal mein Lager da an, nur weil irgendjemand das Trade Depot zerlegt hat, mal wieder. Warum zerlegen meine Leute Trade Depots? Okay, Gnome sind definitiv anstrengend zu spielen. Toll. Das Succubi-Vieh ist weg. Das ist wahrscheinlich die Succubus, oder?
Ass, Regbox, Korps. Ah ja, genau. Nee. Wisst ihr was, es rentiert sich so einfach nicht. Ich meine, guckt euch das an. Da, meine Peasants werfen Tantrums. Quartz Dwarf Achievement. Yay. Nee, ganz ehrlich. Der Fun hat uns schon geholt. Die Leute sind stinkig, weil wir nicht genug zu essen haben und zu trinken. Ich glaube, wir bleiben bei unseren guten alten Zwergen. Ich werde da nochmal eine richtige Staffel anfangen. Mit einer neuen Welt und neuen Safe Games und alles. Vergebt dann auch gleich Namen von Anfang an. Und macht das wieder was Gewohntes. Das wird aber dann wahrscheinlich ein paar Tage dauern. Also so schnell werde ich keine neue Folgen raushauen können. Nee, das läuft einfach so nicht. Wir brauchen eine richtige ganz normales Dwarf Fortress vor. Womit wir schon bei Staffel 5 wären. Ja. Aber was will man machen? Fun ist Fun. Vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn Staffel 5 vorbei ist, nochmal versuchen, eine Gnomstaffel hinterherzusetzen. Aber bis dahin... erst einmal eine normale Zwergenstaffel. Dass ich euch mal die Masterwork-Mod anhand der Zwerge ordentlich zeigen kann. Ich habe es nämlich irgendwie befürchtet, dass hier ziemlich viel schief gehen dürfte. Und ja, einer meiner Miner, der total unzufrieden ist, weil er wahrscheinlich am Verhungern ist. Ja, Chris. Tafs and Preferences. 90 Jahre alt. Große musikalische Sinn. View Units. Was passt dir denn nicht? Du bist hungrig und unglücklich. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Nee. Ich sehe irgendwie wirklich keinen Sinn mehr, da drin weiterzumachen. Glasfurnace. Das können wir mal gucken. Green Glass. Green Glass Armor Stand. Box. Goblet. Wheelbarrow. Glass Door. Glass Cage. Glass. Heavy Green Glass Piston. Das wollen wir jetzt noch ausprobieren. So. Dass wir es fürs nächste Mal genau wissen. Und dann keine komischen Dump-Befehle mehr. Und nicht so viel mit den Brücken. Das mit den Brücken schieben wir dann auf später. Wieder Migranten? Ja, wieder Migranten. Wer ist denn noch da? Adders, Diplomaten, Ranger und Representative. Achso, ich sollte auch mal mein nicht vorhandenes Trade Depot abstellen. Ja, toll. Oh, wir haben den Heavy Piston jetzt schon gebaut. Das heißt Workshops. Q. Seismic Telegraph. Heavy Rock Piston. Ich dachte, ich hätte das jetzt in Auftrag gegeben. Stocks. Quatsches, Blinz, das wollte ich nicht. Corpses.
Dices, Abakusse, Hourglasses, Figurines, Tools, Falcon Frame und so weiter. Also, das sind Frames, die wir brauchen, um unsere Automaten zu bauen. Illuminations, Trap Components, Iron Bone Saw Blade, Mechanics. Eigentlich müsste das Ding ja hier drunter fallen. Oder habe ich was übersehen? Glass cancelled. Store item in stockpile. Some migrants have arrived. Ich sollte diese Store-Nachrichten vielleicht mal ausblenden. Orders, announce, some job cancels, most, all, some job cancels, okay. Ich hätte gedacht, Glass Furnace, Green Glass. Müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Heavy Green Glass Pisten. So. Ach so, ich brauche Kohle. Das macht Sinn. Also Building. Furnaces brauche ich. Furnaces ist E. Ein Wood Oven. Den bauen wir einfach mal kurz daneben. Und ja, ich nutze jetzt einfach mal die Aufnahmesession und alles, um noch ein bisschen herum zu experimentieren, weil das Vor ist definitiv gestorben. Nach dem Chaos, der hier passiert ist. Nee. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass hier einfach irgendwelche drei Untote mit den mit einer Karawane, die ich gar nicht erwartet habe, kommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das irgendwie anders gemacht. Ein Werwolf das walks on two legs like a man. Ja, warum zur Hölle und ein Ranger ist zu einem Werwolf geworden. Und zwei sind Gnome geworden, okay. Und mein Chief Mechanic ist missing. Sehr schön. Ich wollte gerade fragen, wurde wieder eine Brücke abgerissen? Ja, wurde sie. Und ein Pestern ist zu einem Werwolf geworden. Ja, und Tod kommt, okay. Ja. Und einer ist tot. Und die Gnome transferieren in Werwölfe. Und Werwölfe werden zu Gnomen. Und ja. Ja, warum nicht? Okay. Und der Diplomat. Der kommt hier nicht raus. Super. Wieso viele nicht? Gut.
Ich würde mal sagen, vergessen wir das Ganze. Also ich bin ja jetzt dafür, dass es mit Zwergen weitergeht. Und dass ich die Gnome vielleicht in einer späteren Staffel nochmal versuche. Ja. Deswegen werde ich jetzt mal ein paar Tage warten, mir eine Auszeit gönnen, nach zwei katastrophalen Dwarf Fortress Staffeln. Und mir eure Meinung anhören, was ihr sagt. Ob ich mit Zwergen wieder anfangen soll. Oder ob wir den Gnomen in der neuen Welt noch eine Chance geben sollen. Nur dieses Mal werde ich mich einfach damit bemühen, mein Startequip besser auszusuchen. Sag bloß, jetzt haben wir auch noch einen, der ein Tantrum wirft, oder was? Nein, der hat einer ein Mandat gesetzt. Ein Mandat. Splints. Na gut, egal. Wie gesagt, diese Staffel ist jetzt genauso vorbei. Wisst ihr was? Ich werde das einfach alles zusammen in eine Staffel packen und werde einfach sagen, Staffel 4 ist die neue Zwergenstaffel. Dann wirkt das Ganze nicht so deprimierend. Was meint ihr? Ja, also dann sage ich mal, bis zur nächsten Staffel. Hoffentlich wieder mit Zwergen und hoffentlich ein paar mehr Folgen. Also, bis dann.